Hallo, jetzt ist die Smoothie-Time vorbei. Ich habe hier einen Mangokern und ich möchte ein kleines Experiment machen, um zu schauen, ob aus dieser Mango eine Pflanze entstehen kann. Weil ich habe hier schon ein kleines Experiment, das mit einer Avocado gemacht. Schon erneut. Da ist die Issi. Die eine ist nämlich bei meinen Eltern und die ist schon so groß. Und jetzt probiere ich es einmal Neues. Und jetzt versuche ich das Ganze mit einer Mango. Mal schauen. Der Samen befindet sich nämlich im Inneren und ich werde das jetzt sauber machen. Und hier an der Kante werde ich dann entlang schneiden. Hier. Da drinnen ist der Samen. Mal schauen, wie wir das gescheit öffnen können. Da werden wir dann irgendwie entlang fahren. Mal schauen. Am besten eignet sich da, glaube ich, eine Schere. Ich habe das selber aus dem Internet gefunden und das war sehr, sehr schlüssig für mich, was der Herr da gezeigt hat. Dadurch werde ich das jetzt mal probieren, ob das jetzt stimmt, schon den Spalt. Es geht. Da ist er also, der kleine Keimling. Da sieht man sogar schon, dass was rauskommt. Schon. Na gut, und ich werde das jetzt probieren so. Mal schauen. Jetzt zeige ich euch das einmal, wie das ihre. So schaut das dann aus. Das ist die Hülle. Das ist ganz genial, was die Natur alles kann. Und da ist jetzt der Setzling. Und wie gesagt, ich versuche das jetzt nur zu machen. Also man nimmt dann eine Küchenrolle, so wie ich es auf Pinterest auch gefunden habe, und gibt das in eine Schüssel. So, ich muss das jetzt ein bisschen drehen. So. Und mit einem Blumenspritzer. Ich drehe, werde ich drehen. Wird das dann angesprüht. Dann gibt man es im Endeffekt, legt man es da rein. Und jetzt da kommt das zweite. Im Endeffekt kommt das dann da drauf. Also so wie ich es jetzt quasi mitbekommen habe. So. Und dann wird es ebenfalls wieder nass gesprüht. Könnte man hier ein bisschen locker lassen, wenn ich hier schon den Keimling sehe. Aber wurscht. Der wird sich schon durcharbeiten. Ich bin gespannt, ob das was wird. So, dann machen wir einen Deckel drauf. Jetzt die Pflanze. Und dann stellen wir das Ganze zum Fenster oder in die Sonne.